Hallo ihr Lieben, heute gibt es die versprochene Katalogtour zum Herbst-Winter-Katalog, der ab 1.9. gültig ist. Und falls ihr noch keinen haben solltet, ihr könnt mich gerne anschreiben, dann schicke ich euch kostenlos einen zu. So, haben wir das auch geklärt? Wenn ihr dann die erste Seite aufschlagt, seht ihr, wenn ihr noch nie einen Katalog hattet von Stampin' Up!, seht ihr hier eine kleine Übersicht, wie das Ganze aufgebaut ist. Dann ist meistens noch so eine, ich sag mal, Inschrift von den Machern. Und hier auf der rechten Seite seht ihr das Gastgeberin-Set. Dazu, Gastgeberin seid ihr nicht nur, wenn ihr Stempelpartys macht. Das habe ich auch gedacht. Nein, ihr seid Gastgeberin, wenn ihr im Wert von 200 Euro bestellt. Das heißt, wenn ihr über diese 200 Euro kommt, beziehungsweise auf 200 kommt, könnt ihr euch dieses Stempelset aussuchen. Na? Also, nicht nur, wenn ihr Partys macht oder ausrichtet oder generell, sondern ihr seid schon Gastgeberin, wenn ihr für 200 Euro bestellt. So, dann habt ihr hier noch aufgelistet eure Shoppingvorteile, dass ihr ab 200 Euro kriegt ihr 10% Shoppingvorteil, 375 12%, 550 14% und 725 16%. Heißt so viel wie, ihr kriegt dann für diese 10% könnt ihr euch dann was aus dem Herbst-Winter-Katalog und aus dem Hauptkatalog aussuchen. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Das Stempelset, ja, ist jetzt nicht so meins, ist mir ein bisschen zu kitschig, aber manche mögen das ja. Ist nicht so, ja, nie so meins. So, auf der ersten Seite haben wir die Reihe Weihnachtsquilt. Finde ich mega. Ich mag ja so, ja, generell schottisch, Quilt, finde ich ganz cool. Und hier haben wir eine ganze Menge. Bei dem Katalog müsst ihr echt aufpassen. Hier sind so ganz kleine Details, die echt so ein bisschen untergehen. Deswegen mache ich die Katalogtour auch mit euch. Ihr müsst halt einfach mal gucken, richtet euch nach den Schriften, klingt so blöde, aber halt nach den Überschriften, dass ihr dann nichts verpasst. Weil das zum Beispiel hatte ich nicht so wirklich auf dem Schirm. Die Prägeform-Quiltmuster, ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen sehen. Wirklich sehr hübsch, wie gesagt, ich schicke euch gerne einen zu, wenn ihr das näher sehen wollt. Also hier ist eine Prägeform abgebildet, nur so zur Hälfte, deswegen geht das so ein bisschen unter. Hier unten dieses Papier finde ich wunderschön. Ich habe ja noch nicht Weihnachtssachen bestellt, das werde ich noch tun. Ich hatte ja jetzt erstmal nur mich für den Herbst quasi eingedeckt. Also dieses Designerpapier Weihnachtsquilt, sehr schön. Das ist 6x6, 48 Blatt. Dann haben wir hier bestickte Filzdekorationen. Da sind Tannenbäume und Sterne. Dann ist hier ein Steppband, auch sehr schön. Hier habt ihr ja immer Muster, wie man es basteln könnte. Hier oben haben wir ein Stempelset, nennt sich Weihnachtsquilt. Ist ein Zwei-Lagen-Stempel, das heißt, ihr könnt die Muster setzen, wie ihr wollt. Zum Beispiel hier und hier, das finde ich auch so, haben sie ein bisschen sehr klein gemacht. Das geht auch so ein bisschen unter, das sind die passenden Framelits dazu. Schaut auch wieder, dass es dieses im Produktpaket gibt. Entschuldigt, wenn ich ständig M mache, ich muss mir das abgewöhnen. Also Stempel und Framelits kriegt ihr ja immer im Produktpaket und könnt 10% sparen. Also wenn ihr das einzeln kauft, bezahlt ihr mehr, wenn ihr das gleich zusammenkauft. Aber auch sehr schön. Dann hier Thema Big Shot. Finde ich auch mega cool, weil man kann sich diesen Baum, wenn man die Sinlets kauft, kann man sich diesen Baum selber zusammenstellen. Ihr seht das vielleicht, dass es so 3D ergibt, sehr schön. Aber halt auch hier wieder haben wir ein Stempelset, nennt sich Vorfreude, mit dieser Treppe. Ich finde das echt wunderschön, ne? Diesen Baum, hier haben wir sogar einen Dackel, einen Gruß mit vielen lieben Wünschen, sehr schön. Und dann halt passend die Sinlets dazu, könnt ihr auch wieder im Produktpaket kaufen. Sehr, sehr süß. Und hier haben wir die neuen Pizzaschachteln, die es hier gibt. Die sind nicht groß, aber da passt ein kleiner Gutschein rein oder so. Kommt noch auf der späteren Seite. Aber ich finde das echt sehr süß und sehr schön gemacht. Hier mit dieser Treppe, mit diesen Socken dran. Das ist zwar ein bisschen amerikanisch, aber sehr niedlich. Die Treppe finde ich wirklich sehr schön. Und der Baum gefällt mir. So, hier haben wir
harmonische Feiertage finde ich sehr schön. Ich mag es ja auch manchmal etwas schlichter mit diesen, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ich komme gerade nicht drauf, wie diese Pflanze heißt. Frohe Weihnachten und etwas gediegen. Und mögen die Feiertage Ruhe, Harmonie und Freude bringen. Für, von, kann man ja immer für Pakete verwenden. Hier haben wir alle guten Wünsche. Auch ein schönes Stempelset, was so wieder ein bisschen auf Aquarellbasis gemacht wurde. Mit schönen deutschen Sprüchen. Es kommen dann noch paar amerikanische Stempelsets. Das ist nun nicht so meins, ne, weil in der Familie mit Englisch für die Großeltern so ist. Nee, das passt nicht. Also Englisch ist nicht meins. Aber manche mögen's. Dann haben wir hier Tage wie Weihnachten, auch sehr schön, weil hier ein Weihnachtsbaum dabei ist. Ich habe schon wieder Wortfindungsstörungen. Schlimm. Ein Weihnachtsbaum dabei ist, den man in Lagen stempeln kann. Auch sehr süß. Finde ich toll. Hier könnte man ja die erste Schicht in grün, dann in weiß drüber stempeln und dann die Punkte ja farbig, ne, dass das wie Christbaumkugeln aussieht. Richtig cool. Die Sprüche sind auch wirklich sehr schön. Und wie gesagt, guckt, ob ihr irgendwo was seht, dass nicht irgendwas verloren geht. Die Reihe finde ich wirklich der Knaller. Reihe Frohes Fest. Manche mögen ja diese Zusammenstellung nicht aus Schwarz, Olivgrün und Weiß ist es, glaube ich. Genau. Ich finde es mega. Ich finde das passend für Weihnachten. Und hier sind halt auch so Sachen dabei, die schnell mal untergehen. Das ist aber erstmal so die Übersicht und die Basics halt dazu. Ne? Hier seht ihr mal Farbkarton und die Stempelkissen. Hier zum Beispiel. Danach hatte ich geguckt nach dieser Stanze. Die geht hier so ein bisschen unter, wo man diese wunderschönen Etiketten hier ausstanzen kann. Und genau, das hier ist das Stempelset, weihnachtliche Etiketten. Finde ich auch sehr schön gemacht. Dann halt die passenden Stanze dazu. Das gibt es wieder im Produktpaket zusammen. Da spart ihr wieder. Hier zum Beispiel gehen diese Kullerchen unter. Das sind richtig schwere, wie Christbaumkugeln, bloß halt in Kleinformat. Die sind richtig schön schwer, damit die auch gut an Karten oder Geschenken dranhängen. Sehr schön. Dieses Band ist auch toll, weil in dieses Band an den Seiten Draht eingewebt ist. Das heißt, man kann das so richtig schön hinbiegen, wie man möchte. Hier oben, das werde ich mir auch unbedingt bestellen, das Designerpapier in den wunderschönen Farben. Richtig schick. Hier drüben das Stempelset habe ich ja zu meinem Starter-Set dazu bekommen, wie ein Weihnachtslied. Und dazu werde ich mir wahrscheinlich noch die Singlets holen, weil da sind wunderschöne Bäume dabei, ein Rahmen, Christbaumkugeln und ein Sternenhimmel mit Mond. Also es ist mega, muss ich mir unbedingt noch zulegen. Und wusstet ihr, oh Freude über Freude, ich hatte das bei der lieben Alexandra Grappe gesehen. Oh Freude über Freude, sie hat sich mal kundig gemacht, das ist ein Weihnachtslied. Also ich kenne ja auch viele Weihnachtslieder, aber das sagt mir ehrlich nichts. Ich habe mal danach gegoogelt, habe es bei YouTube eingegeben, habe ich noch nie gehört. Komisch. Nun gut, hier haben wir solche Schachteln für Karten, wenn ihr Karten verschenken wollt, die halt, weiß ich nicht, die schön aussehen sollen, nichts verknicken soll. Ich finde, diese Tüten werten das nochmal so ein bisschen auf. Ich weiß nicht, vielleicht geht es nicht nur mir so, dass wenn da eine Tüte drum ist, dass es nochmal schöner aussieht. Dann gibt es eine Jute-Schnur, auch sehr schön. Hier unten, besonderes Designerpapier Weihnachtslied, auch hübsch in schwarz-weiß gehalten. Da sind auch Noten drauf, richtige Weihnachtslieder sind hier drauf, in Englisch und in Deutsch. Das ist aber etwas dünner, also dieses Papier könnt ihr nicht für Schachteln oder irgendwie nutzen. Das ist richtig, ja, nicht so stabil wie das normale Designerpapier, sondern etwas dünner. Das ist wirklich so eher für Karten geeignet. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. So, Erinnerungen und mehr. Hier haben wir ein Kartensortiment Erinnerungen. Da kriegt ihr dieses Set hier. Hier drüben, ja, ist nicht so meins. Das sind Singlets für geschmückte Stiefel. Ihr könnt euch quasi aus diesem Singlet-Set, ich hoffe, ihr seht alles, diese Stiefelchen machen. Natürlich könnte man sich ein wunderschönes, einen wunderschönen Adventskalender dazu machen. Eigentlich eine coole Idee, aber
nicht so für uns geeignet wahrscheinlich. Aber ich find's cool. Ich muss ehrlich sagen, ich find's cool. Hier unten ist wieder ein Stempelset, gut geschmückt. Auch wieder schön, nur die inneren Werte zählen. Finde ich auch wirklich schön. Fröhliche Feiertage vom Nikolaus. Vom Nikolaus, das ist cool. Sehr süß. Und hier haben wir sogar noch so kleine Schneeflöckchen. Das ist toll. Hier haben wir roten Farbkarton in Chili. Chili ist wirklich ein richtig schönes Weihnachtsrot. Also hier kommen dann so langsam die englischen Stempelsets. Wie gesagt, das ist nicht ganz so meins, aber jeder hat ja einen anderen Geschmack und über Geschmack lässt sich streiten. Hier oben ist aber noch was Deutsches, nennt sich Weihnachtszauber. Und hier finde ich es so toll, dass man sich diesen Weihnachtskranz quasi selber stempeln kann. Wieder in zwei Lagen. Sehr schön. Nichts geht über den Zauber von Weihnachten, auch sehr süß. Möge er auch im neuen Jahr für Glück und Freude sorgen. Klasse, finde ich schön. Christmas in the making. Ja, nö, ja. Wie gesagt, Best Gifts. Ja, ganz süß mit dem Teddybären und Schaukelpferd, aber ich kann damit nicht so viel anfangen. Hier auch Santa Paws. Wird das so ausgesprochen? Ich habe keine Ahnung. Wo hier, das ist eigentlich ganz niedlich, diese gestapelten Tiere hier, aber das ist mir zu kitschig. Beachy Little Christmas, ich glaube, das ist extra für irgendein Land, wo es kein Winter gibt, habe ich gehört. Fragt mich jetzt aber nicht mehr welches. Da bin ich nie so gut gebunden, aber für die ist das natürlich ganz toll, wenn die keinen Winter haben. Finde ich eine schöne Lösung, dass sie jetzt auch mal sowas kriegen. Hier unten Mistletoe Friends. Ja, nee. Ist mir auch wieder ein bisschen zu. Hier haben wir Reihe Weihnachtsglanz. Auch sehr schön. Wieder halt alles so grün und rot und weiß. Da haben wir hier Add a Little Glitz. Oh mein Gott. Ich und mein Englisch. Haben wir wunderschöne, ja hier wie so ein Geschenk und hier wie, ja, auch ein Geschenk von Draufsicht. Weihnachtsbaum, Englisch, aber die Sterne gefallen mir hier gut. Der Stern in Stern, ne, finde ich sehr süß. Hier haben wir die Marker, hier auch sehr niedlich, diese kleinen, wie nennt man die, Schleifchen zum Aufkleben. Wunderschönes Glitzerpapier in Rot und Silber, also sehr schön. Eine Stanze, gewählte Anhänger, also wenn ihr, ist hier ein Beispiel gerade, genau hier oben. Das ist für die Stanze gedacht. Auch sehr schön, wenn man mal ein Etikett anhängen möchte. Hier haben wir Glitzergirlanden im Kombipack in Silber und Gold. Ach, Silber und Gold, Quatsch. Silber und Rot. Wirklich sehr schön. Ich vergesse bestimmt die Hälfte. Christmas Sweeters. Ja, ist ganz niedlich, ne? Mit diesen Pullis. Aber ich bin zurzeit echt ein bisschen faul, um zu kolorieren, muss ich ehrlich mal sagen. Keine Ahnung warum, aber man hat ja manchmal so Phasen. Passiert. Mrs. All Glow. Oh Gott. Schlimm. Süß, aber mit den Lichtern. Und ich habe auch gesehen, dass es wirklich schon Karten gibt, wo Licht integriert ist. Und das muss ich auch mal ausprobieren. Finde ich echt cool. Hier haben wir wieder ein Produktpaket. Santa Suit. Hier kann man sich einen so ein Mini-Santa stempeln und gleichzeitig dann mit Framelits ausstanzen. Irgendwie echt süß mit der Wäscheleine hier. Den kann man dann so süß anhängen an die Wäscheleine hier. Das ist eigentlich echt niedlich. Ich finde es irgendwie cool. Wise Man from Afar. Ja, das ist so. Nee. Weiß ich nicht. Sugar Plum Dreams. Das ist so wirklich so. Mit dem Nussknacker. Den haben sie ganz schön verniedlicht, den Nussknacker. So sehr amerikanisch. Eine Maus im Ritterkostüm. Im Königskostüm. Das ist weihnachtlich? Echt? Naja, gut. Musical Season, das ist so ein ja, kleiner Trommler. Der kleine Trommler wahrscheinlich. Auch ja, ganz niedlich. Kann man auch wieder im Produktpaket holen. Dann kann man sich den gleich ausstanzen. Kann man hier noch eine Oboe. Oh Gott, ich sag lieber nichts, bevor ich was Falsches sage. Heilige Nacht.
ja, auch ganz süß, ja. Gesegneter Weihnachten. Wenn man gläubig ist, ist das vielleicht was Schönes. Hier die passenden Edge-Lids. Nee, heute klappt gar nicht mit dem Reden, habe ich das Gefühl. Passt dazu. Auch wieder im Produktpaket erhältlich. Edge heißt Ecke oder Rand, irgendwie so. Das heißt, ihr könnt euch hier, das ist für den Rand gedacht, ne? Da könnt ihr diese Häuserzeile ausstanzen. Hier drüben haben wir Christmas Happiness. Das finde ich sehr schön. Jetzt mal abgesehen von den englischen Stempeln, das ist mir ja egal. Aber ich finde ja, die Zapfen sehr schön mit den Lichtern hier. Finde ich wirklich sehr niedlich. Finde ich toll. Reihe Weihnachten in aller Welt. Hier haben wir diese wunderschönen Christbaumkugeln. Wirklich sehr süß. Da haben wir hier zum Beispiel Weihnachten im Lichterschein. Finde ich sehr schön mit der Laterne und allem. Hier passten auch die passenden Zinnlitz dazu. Da kann man sich eine schöne Laterne ausstanzen. Ich finde das irgendwie mega niedlich. Und da halt Licht rein, das wäre echt der Knaller. Hier unten haben wir Geschenkband. Dann gibt es wieder diese Holzplättchen in verschiedenen. Da ein Geschenk, ein Nussknacker und Schleifen. Ich weiß gar nicht, da sind mehrere in der Packung drin. Finde ich es gerade. 24 Holzakzente genau sind in dem Paket drin. Hier unten auch wieder Designerpapier. Es geht so ein bisschen unter, habe ich das Gefühl. Halt etwas bunt. Mit, was haben wir denn hier? Süßigkeiten. Ein Rentier ist mit drauf. Nussknacker. Also etwas bunter gehalten, das Ganze. Weihnachtstrio. Das sind etwas größere Stempel und die sind hier, wenn es nicht da steht, dann ist das immer Originalgröße der Stempel. Meistens steht es dann drunter, ob die dann kleiner oder größer sind. Aber das ist Originalgröße. Also das ist schon ein Hauer, aber das finde ich echt cool, dass es auch mal so was Großes gibt. Das gibt's im Produktpaket. Ist das das? Ist das das? Nee, das ist das, genau. Das gibt's im Produktpaket wieder mit den Framelits zusammen. Auch sehr schön mit dem Bäumchen, den man sich hier wieder zusammenstellen kann. Iconic Christmas. Oh Gott. Ich hätte mir vorher alles mal so richtig durchlesen sollen. Also auch laut aussprechen, ne, damit es nicht blöd klingt. Set Weihnachtsfreude. Da haben wir so solche Rosetten, die man sich zusammenstellen kann. Also auch ein schönes Produktpaket. Insgesamt malerische Weihnachten ist auch ein sehr schönes. Hier steht, genau, hier haben wir zum Beispiel das Beispiel, Originalgröße, also der Stempel ist Originalgröße und die wurden 50% verkleinert, also die sind nochmal 50% größer. Hier oben haben wir ein Projektset, wo man sich Karten gleich zusammenstellen kann, da hat man Kartenrohlinge, dann hat man solche Ausstanzungen, Band, ist das dieses Paillettenband, ich glaube ja, hier schon solche Fähnchen, also das finde ich auch eigentlich eine schöne, nicht eigentlich, ich finde es eine schöne Sache. Für 20 Karten kann man sich gleich so ein Projektset und ich finde es nicht teuer, also so ein Projektset bestellen. Basteln wie ein Profi, ich glaube, das ist aus dem Hauptkatalog hier. Winterwunder, das finde ich auch sehr schön, ich glaube, das werde ich mir auch bestellen. Das finde ich auch wieder schlicht und einfach mit den Sprüchen und mit den Schneeflocken. Mit den passenden Zinnlitz dazu. Genau, da hat man hier unten so eine schöne, wie ihr hier seht, Schneeflockenzeile, nenne ich es jetzt mal so. Auch sehr schön. Reihe Winterfreuden. Also, das ist natürlich auch mega. Also, wer auf Glitzer, Glanz, sagen wir mal, wer auf Glanz steht, fährt hier richtig gut. Hier unten das Designerpapier ist mega schön. Das ist Metallic, in Metallic gehalten. Richtig toll. Hier drüben haben wir eine Prägeform. Das ist ein riesengroßer Schneekristall, also eine Schneeflocke. Die ist so schön. Also ehrlich. Cheers to the year. Ja, das ist vielleicht so eher was für Silvester. Kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen. Mr. und Mrs. Joy, cheers. Aber
wer es mag. Dann haben wir hier noch wunderschönes Washi-Tape. Das ist auch in Metallic gehalten. Das ist mega schön. Ich habe mir natürlich auch schon andere Videos angesehen, wo sie das ausgepackt haben. Und oh, ja, die Liste wurde länger. Hier unten haben wir noch Metallic Schneeflocken in Gold und Silber, auch mega schön. Die sind auch etwas dicker. Und hier solche Anhängerchen in Gold und Silber. Festliche Fäustlinge, auch mega niedlich. Von Herzen für von ich wünsche dir gemütliche Feiertage und schöne Stunden mit deinen Lieben. Oh, sehr süß, der Spruch. Dazu auch wieder die passenden Framelits. Ich hoffe, ich bleib hier die ganze Zeit auf dem Ding liegen. Das finde ich auch sehr schön. Das werde ich mir wahrscheinlich auch bestellen. Weihnachten daheim. Dieses wunderschöne Stempelset und dann die passenden Edgelets dazu, wo man sich diese Häuserzeile ausstanzen kann. Und auch noch ein Etikett. Oh, mega schön. Hier, dieses Beispiel allein hat mich schon so sehr gezogen. Einfach schön. Falls ihr wieder irgendwas hört, meine Untermieterin ist wieder am Meckern. Die Wände sind so dünn hier. Laternenzauber. Auch sehr süß mit diesen beiden. Beziehungsweise mit der Laterne hier, mit den Täubchen, mit der Kerze. Ach, ich finde es schön. Da kann man auch so viel mitmachen. Passendes Frame-It-Set wieder dazu. Cherry Chips. Ja, Vögelchen, ne? Also auch wieder zum selber kolorieren. Hack in a Mug. Allein das schon Hack in a Mug gefällt mir gut. Finde ich eigentlich ganz süß, habe aber nun nicht so die Idee, was ich da alles so mitmachen könnte. Gibt es ja ab und zu mal, dass man sich denkt, so, oh, das Stempelset ist schön. Aber so viele Ideen habe ich dann gar nicht. Also hier, das ist zwar ganz hübsch, gefällt mir trotzdem irgendwie ganz gut. Ein guter Tropfen, das ist natürlich für jeden, der Wein mag oder Wein liebt, ist das Set wunderschön. Wir sind nun nicht so die großen Trinker, wir trinken nur wirklich mal etwas zu Anlässen und sonst nicht. Also ne, eigentlich sonst kein Alkohol, mal zu Weihnachten oder zu Silvestergläschen, aber sonst. Deswegen, zum Verschenken wäre das für mich wahrscheinlich ganz gut, aber ja, wenn die Person basteln würde, wäre das ein Vorteil. Dann haben wir hier festliche Grüße. Es wird hier gerade dunkel, jetzt haue ich gerade die Sonne mal ab. Festliche Grüße. Passende Zinnlitzform dazu, finde ich cool. Diesen großen, jetzt wollte ich Kronkorken sagen. Oh Gott, nein, diesen großen Kronleuchter. Hier ist sogar eine Krähe dabei, das ist ja cool. Die sehe ich gerade zum ersten Mal. Also, ich weiß nicht, zum wievielten Mal ich mir jetzt schon diesen Katalog angucke, aber diese Krähe habe ich vorher nicht gesehen. Hier ist sogar eine Spinne. Wie cool ist das denn? Finde ich cool. Und dann kann man sich den Kronleuchter ausstanzen noch mit dazu. Wieder im Produktpaket. Mega. Mega cool. Hier haben wir Halloween. The Little Things. Spookylicious. Also wer auf Halloween steht, ich denke, der kommt hier gut auf seine Kosten. Hier unten haben wir diese Mini-Pizzaschachteln, wo ich am Anfang erwähnt habe. Die sind echt niedlich, wenn man so kleine Sachen verschenkt. Mega süß. Habe ich auch schon überlegt, ob ich mir die mitbestelle. Dann haben wir auch so kleine Mini-Umschläge. Vielleicht für eine kleine Gutscheinkarte oder so. Das ist, glaube ich, so für, ja, für Verheiratete. Fester. Nee, ich spreche es nicht aus. Also für, ne, wenn jemand heiratet. Labels to Love. Das ist so ein Misch aus Halloween und Weihnachten, glaube ich. Happy Christmas und hier oben ist Happy Halloween, ne? Ja, genau. Aber auch sehr schön. Wieder Englisch. Merry Café. Das ist auch irgendwie süß, aber halt Englisch. Hier hat man so einen Kaffeebecher. Gibt es da ein Set dazu? Ich glaube, dass die Framelits dazu gibt es im Hauptkatalog. Ein Kaffeebecher, mit dem man sich dann wunderschön gestalten kann mit entweder mit Weihnachten oder, ich glaube, Herbst hat man ja noch mit dabei und sag schon, Halloween. Na, sag, Mensch. Genau. Ziemlich süß. Also, finde ich cool. Auch die Beispiele dazu gefallen mir echt gut. Wonderful Life. Das ist auch, wenn jemand geheiratet hat, ne, hier mit dem Wagen.
Seasonal Charms, oh Gott. Hier hat man gleich die. Ach, ich komme nicht drauf. Dieser Stempel ist halt zusammen. Der wird zusammengestempelt, dann sind auch die passenden. Vielleicht gibt es hier ein Beispiel. Ja, man sieht halt gerade nicht die Rückseite. Dass halt dieser Stempelabdruck gleich eine Rückseite hat, quasi, dass man das als zum Beispiel als Etikett nutzen kann zum Aufklappen. Ihr wisst schon, was ich meine. So Geschenkanhänger, wo man am meisten den Namen reinschreibt, dass die Familie weiß, für wen es ist. So, ihr wisst, was ich meine. Oh Gott, schnell weiter. Herbstimpression. Da habe ich mich ja sofort drin verliebt. Das Set ist mir ja sofort ins Auge gesprungen und dachte, das willst du haben. Ihr habt ja auch vielleicht meine vorigen Videos schon gesehen, dass ich schon viel damit gemacht habe. Dieses Stempelset ist der Knaller. Ich habe mich da so drin verliebt. Ich finde das so toll. Nennt sich Herbstanfang. Diese Sonnenblume mit den Blättern dazu. Diese Nuss. Ich finde es einfach nur cool. Das Designerpapier hier unten, das habe ich mir auch bestellt. Das ist auch mega, mega schön. Hierfür, für diese Blattform, gibt es auch die passende Handstanze. Also die werde ich mir vielleicht auch noch zulegen. Hier haben wir wieder ein wunderschönes Juteband, diesmal breiter. Und auch wieder Holzakzente. Gibt es hier? Genau, das gibt es im Produktpaket, das Stempelset und die Handstanze. Hier haben wir zwar Englisch, aber Kürbisse. Und die sehen so echt aus, ihr seht das vielleicht hier, die sehen so echt aus, so 3D, das ist mega. Also das ist, wie die das gemacht haben, hammerhart. Das Blatt ist auch sehr schön, also da muss ich auch noch dreimal überlegen. Count My Blessing, auch schön, aber müsste ich auch wieder kolorieren. Aber es ist schön gemacht. Pick a Pumpkin, das finde ich niedlich, hier gibt es, ja, Pumpkin, Kürbisse, halt mit Gesichtern, extra für Halloween. Es ist ziemlich niedlich, hier oben sieht man es. Und das passende Singlet-Set dazu, süß. Hier haben wir die Reihe Spuknacht, kommen jetzt zu Halloween. Und hier gibt es ein wunderschönes Stempelset, nennt sich Hokus Pokus. Und dazu im Produktpaket die passende Handstanze dazu. Jetzt werde ich zu schnell mit dem Reden, weil das finde ich nämlich echt cool. Eine Katze. Und ihr wisst, ich bin so katzenbeknackt. Es gibt eine Katze als Handstanze. Wie cool ist das denn? Da kann man sich die Katze hier oben ausstanzen oder eine Katze an sich oder hier auf dem Designerpapier, was hier unten gibt. Diese Katze, ja, die macht mich wahnsinnig. Ich glaube, ich muss die haben. Bei dem bin ich echt am Überlegen. Hier gibt es solche schönen Röhrchen. Die sind aus, nicht aus Glas, sondern glaube aus Hartplastik. Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Plastikröhrchen, gut steht da. Also die können nicht so schnell kaputt gehen. Kann man auch schöne Sachen reinfüllen, zum Beispiel Süßigkeiten. Dann gibt es hier eine schöne schwarze Schnur, schwarze Lackakzente und ne, das Papier. Aber das ist so cool. Und die Eule. Ah, das Designerpapier ist auch mega schön. Hier haben wir nach der offenen... Habe ich was vergessen? Ich habe das Gefühl, dass ich was vergessen habe. Nö, nö. Nach der offenen Tür, wer Halloween feiert, wir jetzt nun nicht. Für mich ist das halt eher so wegen der Katze und der Eule, finde ich das so cool. Halloween ist nun nicht so das, was wir feiern. Aber könnte man hier vielleicht auch anders verwenden, nach der offenen Tür? Ich finde das eigentlich ganz schön mit der Mauer und mit dem Tor. Muss ja nicht Halloween unbedingt sein, das kann man ja auch abwandeln. Weiß passt, gibt ja auch ein passendes Singlet-Set dazu. Kann man sich hier so ein Riesenset, Riesenset, Quatsch, ein Riesentor ausstanzen, wie ihr hier seht. Ist eigentlich ganz cool. Hm, muss man auch dreimal überlegen. Also ich müsste da dreimal überlegen, ob ich es mir bestelle, weil ich finde es eigentlich ganz cool. Müsste halt überlegen, was ich damit mache. Manchmal rede ich auch Wurstzeug, oder? Habe ich so selber das Gefühl, dass ich hinterher denke, von wegen, was quatschst du da eigentlich? Nun gut. Creep it real, ja, Halloween. Ne? Das ist so typisch Halloween. Aber es ist niedlich, ist mal was anderes. Und das war's auch schon. Auch schon ist gut. Ich guck, ja, eine gute halbe Stunde. Und ich hoffe jetzt nicht, dass es die ganze Zeit geflackert hat. Da kriege ich die Krise. Weil ich habe gerade gesehen, dass es flackert. Oh Mann. Nun gut. Ich hoffe das Beste. Ihr Lieben, das war's auch schon. Der ist gültig vom 1. September bis 2. Januar.
könnt ihr euch die wunderschönen Schmuckstücke hier draus noch ordern. Wie gesagt, falls ihr keinen haben solltet, schreibt mich gerne an. Ich schicke euch einen zu. Oder generell, wenn ihr Fragen haben solltet oder bestellen wollt, könnt ihr mich jederzeit anschreiben, entweder über meine E-Mail-Adresse oder hier bei YouTube, wie ihr möchtet. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr das Ohr abgekaut. Wie gesagt, ich denke mir auch manchmal, was quatscht die da? Was will die? Aber nun gut. Ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!